Damit herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier auf dem Kanal. Wir schauen uns Bioshock Remastered an. Warum machen wir das? Bioshock gibt es momentan bis zum 2. Juni kostenlos beim Epic Game Store. Und ich dachte, wir schauen mal vorbei und ich zeige euch, wie Bioshock im Jahr 2022 so aussieht und was euch erwartet, wenn ihr euch das jetzt holt. Also ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und spielen die Intro-Sequenz. Bis gleich. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Und das war das legendäre Opening von Bioshock. Kurz, aber schön. Und da sind wir auch schon im Wasser und schaut euch die Reflexionen des Wassers selber an. Sieht wirklich knackenscharf aus. Klar, bei den Objekten hier sieht man ab und zu, dass es halt doch schon ein bisschen älter ist. Aber hey, was soll's. Übrigens, für die beste Videoqualität schaltet beim Video auf 4K. Auch wenn ihr keinen 4K-Bildschirm habt, sieht dann einfach besser aus. Was euch vielleicht schon aufgefallen ist, das Intro-Video selber war ein bisschen, ja, unscharf, sag ich mal. Also ist nicht so knackenscharf wie das jetzt hier. Und der Ton ist ein bisschen schräg. Und das ist tatsächlich no issue von Bioshock in der Remastered-Version. Es gibt dafür aber einen Mod auf Nexus Mods, der den Ton verbessert. Und zwar gibt es da wieder den Originalton. Also das ist eine Ironie an sich, dass die Remastered schlechter ist als für das Original. Also Link in der Videobeschreibung, aber das hier ist jetzt alles umgemoddet. Und wow, sieht das schön aus. Und die Musik und die Atmo dazu, das ist halt einfach Bioshock. Nice. Es ist eigentlich recht einfach gemacht, aber ist man sofort wieder mittendrin. Ich hatte für Bioshock ein paar technische Probleme. Ich arbeite hier mit drei Monitoren. Ich musste alle zwei Monitore deaktivieren, dass ich nur noch einen hatte. Grund dafür war der, dass Bioshock A schon mal gar nicht im Fenstermodus funktioniert oder nicht richtig. Und wenn es im Vollbild war, dann bleibt die Maus nicht fokussiert. Das heißt, wenn man aus dem Rand rausgeht, dann geht die Maus effektiv raus und man klickt dann raus aus dem Spiel. So kann man nicht spielen. Also alle Monitore deaktivieren und dann lässt es ja spielen. Und auch da schaut sich die Texturen an. Es ist klar, es ist jetzt nicht das Schärfste von einem AAA, wo es sich heute gewohnt ist. Aber für das Alter und dass es halt der Remaster schon ein bisschen her ist, absolut anschaubar. Also richtig schön. Kann man wirklich nichts sagen. Und natürlich muss ich euch nicht sagen, storytechnisch ist Bioshock natürlich nach wie vor ein richtig geiles Spiel. Also das ist natürlich schon mal ein Kaufgrund bzw. Hohlgrund jetzt beim Epic Game Store bis zum 2. Juni. Das ist kostenlos. Holt es euch. Auch wenn ihr es jetzt sofort spielt, aber vielleicht später. Es sind alle Bioshock-Spiele dabei, inklusive all die DLCs. Und ich würde sagen, jetzt geht's mal runter. Der Tauchkugel. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein,
sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu Großem bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Ah, gerade bei diesem Opening und der Musik, da stellt's mir schon wieder die Haare auf. Richtig geil gemacht. Allein schon den Soundtrack sich anhören, lohnt sich. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Und gleich wird es ein bisschen grafisch, also wer das nicht sehen möchte, der schaltet jetzt mal gleich kurz ab. Und der erste Ladescreen. Aber die Ladezeiten sind eigentlich bei Bioshock nie sehr lange. Also ein paar Sekunden und dann ist schon vorbei. Außer man hat einen Holzrechner. Dann kann es natürlich ein bisschen länger dauern. System ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Und in dem Moment war ich dann auch schon wieder etwas nervös, als ich das gespielt habe. Ich bin überhaupt kein Fan von Horrorspielen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Horrorspiele machen mich sehr nervös, vor allem wenn es dann schon so ein Opening hat. Ist das jemand Neues? Ja, ich bin neu hier. Also wenn die Story nicht so geil wäre, dann würde ich bei schon gar nicht spielen. Ich würde es mal nur als Let's Play angucken. Ah, nee. Gott, schon muss ich gerade schon irgendwie an Dead Space denken. Ah. Gruselig. Auch wenn es schon älter ist, aber immer noch gruselig für mich. Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Selbstverständlich. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Das will ich auch. Dich ein Stück nach oben bringen. Und jetzt dürfen wir zum ersten Mal rumlaufen. Geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Und jetzt kommt schon mal die gruselige Soundatmung. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Da, wo hier das Bleiser hier immer wieder redet. Ich hatte schon Angst, okay, der ist da jetzt vielleicht gerade irgendwo schon und springt mal gerade raus. Und es passiert auch später im Spiel. Aber ja, ich war schon so angespannt, ich wollte hier nicht ins Dunkle gehen. Nee. Bioshock macht es so gut. In allen Teilen. Da dachte ich, das ist gerade hier irgendwo direkt neben mir. Also wenn ihr könnt, hört euch das mit Kopfhörern an. Ich sag mal ganz kurz nix. Da hat es mich so gerissen. Nee. Also, wow. Entspannt ist alles andere. Bitte lächeln, Schatz.
Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Fleißer haben ja, sehr gerne. Kessel, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Ja, unsere erste Waffe und jetzt geht's auch wirklich mal los. Und, also rein vom Kapiert das keiner? Doch, natürlich. Aber vom Spannungsbogen. Einfach so, es fängt gar nicht seicht an, es ist einfach sofort maximale Action hier. Und der erste Gegner, den wir selber zerkloppen dürfen. Ich hab mich im Griff, wenn es sein muss. Komm schon! Ja, nein! Also von mir kriegt das Spiel auf alle Fälle eine 1 plus im Sounddesign und wie man die Spieler nervös macht und wie man die das ganze Setting hier einfach lebendig kriegt. Ich meine auch da war jetzt wieder das Geräusch von oben und das sind Sachen runtergefallen, wo du glaubst, da ist vielleicht jemand. Aber effektiv ist da gar keiner. Aber er macht dich halt nervös. Tja, hier kommen wir nicht rein. Mit dem Schlüssel kriegen wir es nicht auf. Aber wir werden jetzt gleich unser allererstes Upgrade kriegen. Und natürlich immer schön überall alles beobachten, einsammeln. Schaut euch alles an. Hilft euch später im Spiel. Ich werde kein komplettes Let's Play von dem Spiel machen. Das ist erstmal nur so ein bisschen angeteasert, damit ihr seht, was euch so erwartet. Und wenn ihr doch ein Let's Play haben wollt, dann sagt es mir in den Kommentaren. Beziehungsweise, wenn das Video so 15 Likes kriegt, würde ich jetzt mal sagen, dann macht mir ein Let's Play von Bioshock und eventuell sogar mit Facecam. Man sieht ja, wie es mich dann jedes Mal reißt. Ah, das ist gruselig für mich. Okay, dann würde ich sagen, ist es Zeit für unser allererstes Upgrade. Und das hat es ganz schön in sich. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Das Unterbauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Atmet nach, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Oh, und ich dachte, ich wäre schon ein Engel. Sehr gut, mein Junge. Nein. Zum ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Ja, kommt drauf an. Ich meine, ich kann jetzt Strom machen. Ist super für die Stromrechnung, aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn es ein paar tausend Volt durch den Körper gehen. Weiter geht's. Es hört einfach nicht auf mit der Action. Ja, jetzt wäre es vielleicht ein bisschen blöd, hier mit dem Strom rumzufuchteln. Hauen wir hier lieber ab. Oh je, alles hier am Zusammenkrachen. Noch dabei schon wieder das Spannungsgefühl. Man sollte sich vielleicht beeilen. Weil gleich wird es hier nass. Und zwar so richtig.
Ja. Hier hat man vielleicht das Gefühl, man könnte jetzt mal durchschlafen, aber dem ist nicht so. Wir werden jetzt hier gleich Besuch bekommen. Und zwar nicht nur einmal. Man hört sich schon. Da ist er. Ah, wie ich solche... Einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Das ist de facto das Tutorial, dass man hier auch schon mal ein bisschen mit Taktik vorgehen soll. Später dann noch ganz wichtig. Und man kann natürlich auch die Umgebung nutzen. Das Wasser zum Beispiel. Und der nächste. Eigentlich hat das Spiel ja gar nicht nötig, dass man hier anständig kommentiert. Denn es ist ständig was los und das Spiel spielt eigentlich für sich. Auch das. Du hast einfach keine Ruhepause und sofort kommt wieder die Überraschung. Wenn man jetzt brennt hier wieder einer. Überall hörst du die Stimmen. Du kannst dir die Details anschauen, die Geschichte erleben, wie sie da vielleicht gelebt haben, die Schicksale hinter den einzelnen Leuten. Und auch da oben passiert wieder irgendetwas. Und da denkst du ja, okay, was ist da oben los? Gibt es da vielleicht was Interessantes? Auch das, da hast du jetzt das Gefühl, okay, wir sollten jetzt hier vielleicht gehen. Denn die Tür wird vermutlich nicht mehr so lange halten. Perfekter Spannungsaufbau. Es gibt, je nachdem, wie weit man gespielt hat, dann auch noch Kommentar vom Regisseur, wo man sich auch noch Insights geben kann. Würde ich euch jedem empfehlen. Und wir fahren jetzt hier mal mit dem Lift nach oben. Ist auch gerade schon irgendjemand am Wüten da oben. Schauen wir mal den Sinn. Wir brauchen Feuerlöscher! Nee, wird schon okay sein. Wird vermutlich eh alles gebootet. Oje, da kommt's auch schon. Hör zu, ich hab Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Ja, für dich, dass wir gerade abgestürzt sind, sind wir noch erstaunlich fit. Und jetzt ist gerade wieder mal so ein random Moment, der Bioshock einfach so toll macht. Sowas wird halt noch die ganze Zeit passieren im Spiel. Ja, liebe Leute, nehmt niemals Drogen. Ist ganz schlecht. Und da ist der Dialog auch schon fertig. Tut mir leid. Und die ganze Zeit hat sie da mit dieser Waffe geredet. Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Eigentlich schade dabei, weil die Idee dahinter ja wirklich gar schlecht gewesen. Aber spiel nicht mit deinem Körper. Okay, liebe Leute, das war's erstmal mit dem Insight hier zur Bioshock. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war eigentlich mehr so eine kleine Demonstration, was euch erwartet, wenn ihr euch das holt. Also vor allem gerade grafiktechnisch. Ich empfehle es euch von der Story her. Die ist wahnsinnig toll. Spielt den ersten Teil, den zweiten und dann den letzten, inklusive den DLCs. Ihr werdet sehr viel Spaß haben. Aber ihr müsst auch ein bisschen Horrorspiele mögen. Also gerade der erste Teil hat es ein bisschen in sich mit der Stimmung, aber ich empfehle es euch. Also, bis denn dann. Geht's jetzt zum Epic Store, holt es euch, ist kostenlos. Und bis demnächst. Tschüss.